Servus Leon, guten Morgen. Und der Grund, warum ich heute so mega fresh ausschaue, ist einfach, weil Montag ist. Oder auch vielleicht liegt es daran, weil ich am Wochenende die Tore der Finsternis durchquert habe, meine Seele verkauft habe, um sie wieder zurückzubekommen, musste ich rückwärts den Limbus durchqueren. Oder besser gesagt, ich hatte eine Alkoholvergiftung. Also, ich weiß nicht, aber ich weiß, sobald man speit, spricht man ja von einer kleinen Alkoholvergiftung. Aber das, was ich am Wochenende erlebt habe, ich will schon gar nicht mehr reden, ey. Wann konnte ich das jemals? War nie einfach nur speien. Das war der Horror. Ey, wie oft, jetzt mal ehrlich, wie oft habt ihr zu euch nach einem harten Wochenende gesagt, ich werde nie wieder Alkohol trinken? Wenn ich dafür immer 1 Euro bekommen hätte, wäre ich jetzt der reichste Mensch der Welt. Nein, also so ein Hardcore-Säufer bin ich jetzt nicht, ne? Nicht, dass ihr so einen falschen Eindruck von mir habt. Aber es war mal wieder soweit und es hatte jemand Geburtstag. Und da gab's Tequila in Massen und umsonst. Wie kann man einen kostenlosen Tequila ausschlagen? Das wäre volles Kapitalverbrechen gewesen. Also habe ich bei jedem Tequila zugeschlagen. Ich erinnere mich auch noch an die Heimfahrt. Und ich habe alles dreifach gesehen. Ich glaube, ich bin einmal sogar ohnmächtig geworden. Aber nicht lang. Nur so ein paar Meter fehlen. So, das habe ich auch schon voll oft erlebt hier in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber das... Oh shit, und das in meinem Alter noch, ey, wow. Es hat sich so angefühlt, als ob ich meinen Magen ausgekotzt hätte. Also den Mageninhalt sowieso. Ich meine, da war sowieso nichts mehr drinnen. Das war eigentlich auch der Fehler. Ich habe am Freitag das letzte Mal um 15 Uhr gegessen. Alter, Stress halt nicht, ey, wir haben Montagmorgen. Warte mal, dann habe ich um 4 das letzte Mal gegessen. Ey, ich weiß es nicht mehr. Nur ein Aperol Spritz, ein Bier und 3 Tequila. Ein stinknormaler Dienstagnachmittag eigentlich. Und ich habe keine Ahnung, was ich da nicht vertragen habe. Wahrscheinlich den Tequila. Ich habe dann gefrühstückt am Samstag. Und das, so wie es reinkam, kam es auch wieder raus. Wisst ihr, wie eklig das ist? Wenn ihr warmen Kaffee mit gequirltem Ei rauskotzt. Ey, mir ist von der Kotzerei so schlecht geworden, dass ich dann 13 Mal danach nochmal weiter gekotzt habe. Mageninhalt und den Magen noch mit dazu, ey. Ich glaube, den habe ich auch noch ausgespeit. Und meine Leber. Die liegt da irgendwo in der Küche. Ja, in der Küche. Ich habe mir einen Eimer genommen, weil ich habe es nicht mehr zum Klo geschafft. Und habe dann den Eimer dann da gehabt. Ja, was so oft? Ey, ist unglaublich. Auf jeden Fall, Alkohol ist scheiße. Um hier mal meine Vorbildfunktion ein bisschen raushängen zu lassen. Lass den Scheiß. Ohne Scheiß, ich habe noch nie in meinem Leben so hart gekotzt einfach. Nee. Ich habe schon vieles durchlebt und genommen und probiert und so. Aber kein Wochenende war so schlimm wie nach diesem 3 Tequila. Wenn ihr schon merkt, dass ihr ein bisschen was doppelt seht, ey, dann müsst ihr sofort aufhören. Und Scheiße, ich habe auch das letzte Mal vor 5 Jahren gespeit oder so. Ich habe mich immer unter Kontrolle, ja? Immer. Immer sobald ich merke, hui, oh, jetzt werde ich ein bisschen lustig, höre ich sofort auf. Und trink Cola oder Wasser weiter, ja? Cocktails habe ich das letzte Mal vor... Ach, ich weiß ja nicht mehr. Mein Gedächtnis ist sowieso wie ein Sieb. Ich bin froh, dass ich mir merken kann, wann ich überhaupt in der Arbeit sein muss heute. Ich glaube, 9 war es. Ich tue mir auch Geburtstage in den Kalender eintragen. Und dann vergesse ich, in den Kalender zu gucken. Nur der einzigste Grund, warum man Facebook noch benutzt, ja? Um die Geburtstage abzuchecken. Ja, auf jeden Fall habe ich bloß den einen Tag... im Limbus verbracht. Der Sonntag, der ging eigentlich wieder. Da habe ich dann die Kopfschmerzen bekommen. Ey, das war auch voll krass. Ich habe eigentlich gar keine Kopfschmerzen gehabt, die ich so viel gespeit habe. Mir war es einfach nur kotzübel. Den ganzen Tag. Ey, speit ihr auch dann immer so viel? Bestimmt trinkt die Hälfte von euch gar keinen Alkohol. Das ist gut. Macht das niemals. Nein. Ja, ab und zu mal ein Gläsler, das geht schon, ne? Aber nicht so. Und ey, umso älter man wird, umso schlimmer wird sowas. Ohne Scheiß. Ja, mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen. Jetzt bin ich auch gleich in der Arbeit und habe eigentlich nur über Saufen geredet. Ja, oh mein Gott, wenn wir schon beim Saufen sind. Gott, wie alt war ich da? 20 ist auf jeden Fall gar nicht mal so lange her. Und da war ich auch feiern mit ein paar Arbeitskollegen.
Es war so voll witzig und da habe ich auch so wieder voll durcheinander gesoffen. Das war wahrscheinlich der Grund. Ich bin nicht bei einem Getränk geblieben, sondern drei verschiedene. Und da waren irgendwelche Typen, die haben mir auch was ausgegeben. Ich glaube, da war irgendwas drin, weil ich erinnere mich nämlich überhaupt an gar nichts mehr von diesem Abend. Ich erinnere mich nur, ich bin auf Toilette gegangen. Also ich hatte einen Rock, eine Strumpfhose und so Stiefel bis zu die Knie an. Ja, es war sehr nuttig. Aber es war mir egal. So, und dann weiß ich, am nächsten Tag hatte ich diese Strumpfhose nicht mehr an. Aber die Stiefel hatte ich noch an. Wie kann man eine Strumpfhose verlieren, wenn noch die Stiefel an sind, die bis zu die Knie hochgehen? Ich weiß auch nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Waren da auch noch Freunde da? Ich glaube schon. War so viel gespeit. Auf jeden Fall, die Strumpfhose war lost. Ich muss die irgendwann ausgezogen haben, weil es wahrscheinlich zu warm war. Und dann war sie weg. So, und da habe ich mir schon geschworen, boah, ich trinke nie wieder was. Ja, und dann kam das nächste Wochenende. Nee, so bin ich ja eigentlich wirklich nicht. Also echt nicht, dass ihr jetzt so voll ein schlechtes Bild von mir habt. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schäme mich gerade Grund und Boden für dieses Wochenende. Das war echt, wow, nie, never fucking ever. Nein. Ey, ich würde mal gern eure coolen Sauf-Stories hören, falls ihr sowas erlebt habt, ja. Falls ihr auch so behindert seid wie ich und euch einfach mal abgeschossen habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. So, ich möchte mal auf sowas mal eingehen. Neben mir wird schon wieder blöd geschaut. So, dann gehe ich jetzt mal in die Arbeit und versuche den Tag irgendwie zu überstehen. Ey, ich komme gerade von der Arbeit raus, ne? Und was ich mir heute alles anhören dürfte, ich wurde schon voll verarscht, so, ey, hast du dich letztens bei The Walking Dead mitgemacht? Ist es bei euch auch so, wenn ihr voll wenig geschminkt oder, also ich bin ja geschminkt, ja, ich habe Make-up dennoch drauf und ich habe sogar einen Eyeliner drauf und Wimperntusche, ja, was noch? Ist es bei euch dann auch so, dass ihr so voll schräg angeschaut werdet, wenn ihr ungeschminkt oder teilweise sehr leicht geschminkt in die Arbeit kommt? Also man hat mir voll angesehen heute, dass ich am Wochenende meine Seele verkauft habe. Verloren. Ich habe sie nicht verkauft, ich habe sie einfach verloren. Die liegt irgendwo in Fürth in der Gossen liegt meine Seele noch rum. Also wenn die einer findet, das wäre echt sehr freundlich, wenn er sie mir zuschicken könnte. Unversehrt. Naja, das wollte ich euch jetzt noch mitteilen. So, dass ich heute nicht bloß verarscht worden bin, weil ich ausschaue wie ein Gespenst. So, ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Eure Next.